Ja, Rick, insgesamt erstmal zur ersten Superbotschaft heute von der deutschen Fußballliga. Sie mussten ja die Nachlizenzierung bis Montag erfüllen. Wie sieht das aktuell aus? Wie ist das Votum der DFL? Wir haben heute Morgen die Bestätigung der DFL erhalten, dass wir die Auflagen erfüllt haben und somit auch die Lizenzierung für die Saison 17/18 abgeschlossen haben. Nun wurde heute bekannt, es gab eine riesen Deckungslücke, gerade für diese Saison. Können Sie mal die Summe nennen und warum die so hoch ist, jetzt zum Dezember hin gewesen ist? Ja, also zu erklären, warum die so hoch ist, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ich versuche es kurz darzustellen. Wir hatten eine Liquiditätslücke für die laufende Saison in Höhe von 4,6 Millionen Euro, die sich im Rahmen der Nachlizenzierung zum 31. Oktober dargestellt haben. Die mussten dann mit Bedingungen zum 15. Januar erfüllt werden. Warum ist die Lücke so hoch? Wir haben das Konstrukt gehabt, dass wir im Grunde schon zum Saisonbeginn hätten eigentlich auf unserem Konto ungefähr 2,5 Millionen an Liquidität haben müssen, hatten aber tatsächlich nur 25 Millionen. Warum war das so wenig? Weil wir knapp 2,2,3 Millionen Euro als Abgrenzung hatten in der letzten Saison. Das heißt, wir haben Gelder aus der laufenden Saison dafür genutzt, um Lücken des letzten Geschäftsjahres zu decken. Gleichzeitig nochmal etwa 2,4 Millionen Euro, die entstanden sind als Lücke durch Planungen, die im Grunde abgewichen sind von der Planung der Lizenzierung im März. Das heißt, wir haben sehr optimistische Erlöse geplant, die wir nicht halten konnten. Und wir haben auf der anderen Seite auch Einsparungen geplant, die auch sehr ambitioniert waren, die auch nicht den Tatsachen entsprochen haben. Das heißt auch, Ende des Jahres wäre Arminia, wenn alles so geblieben wäre und nicht das neue Konzept jetzt erarbeitet worden, zahlungsunfähig gewesen. Absolut. Also wir hatten im November die Situation, dass wir drei große Herausforderungen zu bewältigen hatten. Das eine war die Liquiditätslücke für die laufende Saison von 4,6 Millionen Euro. Wir wussten aber auch, dass wir zum 1.7.2018 nochmal etwa 4,5 Millionen hätten auch nochmal darstellen müssen, abseits des operativen Geschäftes, um Verbindlichkeiten der laufenden Saison und auch der Vorjahre zu lösen. Und gleichzeitig hatten wir das Problem einer drohenden Zahlungsunfähigkeit zum Ende des Jahres 2017. Und dann haben Sie dieses Bündnis Ostwestfalen gemacht, auch mit und den Institutionen Land NRW und Stadt Bielefeld. Wie sieht das genau aus? Haben die erstmal nur frisches Geld gegeben? Wie viel Geld geben die in die Arminia KGaA, damit der Verein und die Gesellschaft in Zukunft stabil ist? Ja, also ganz so lapidar ist es leider nicht, dass man hätte sagen können, oh, wir haben eine Lücke und jetzt sammeln wir mal ein bisschen Geld ein. Sondern das Problem war komplexer. Das heißt, wir konnten im Grunde frisches Geld nur aufnehmen, wenn wir eine positive Fortführungsprognose gehabt hätten. Für die Fortführungsprognose bedarf es eines oder bedurfte es eines Sanierungskonzeptes. Und dafür bedurfte es der Zustimmung aller Gläubiger, der Banken als auch der privaten Gläubiger. Und das war im Grunde die Herausforderung, dass wir auf der einen Seite parallel frisches Kapital auftreiben mussten, was mit dem Bündnis Ostwestfalen jetzt gelungen ist. Und auf der anderen Seite mussten wir eine Schuldenbereinigung erwirken. Und beides konnte uns dann gelingen. Vor Weihnachten, muss ich zugeben, war die Situation sehr kritisch für Arminia Bielefeld. Wir haben es dann allerdings mit vereinten Kräften, auch der Unterstützung der verschiedenen Häuser, geschafft, sodass wir jetzt ein Konstrukt haben, dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite eine Schuldenbereinigung. Und auf der anderen Seite haben wir den Zufluss liquider Mittel in Höhe von 4 Millionen Euro. In die KGaA. In die KGaA, die nicht als Darlehen gewährleistet werden, sondern als Gesellschaftsanteile. Und ich kann auch vorwegnehmen, dass das Haus Weber nach Beendigung des Sanierungskonzeptes dann auch keine Darlehen mehr hat. Das heißt, wir werden auch die Restverbindlichkeiten aus dem Haus Weber tilgen. Und gleichzeitig hat sich Herr Weber bereit erklärt, seine Anteile an der KGaA zu einem nicht 1:1-Wert, sondern einem für den e.V. günstigeren Wert an den e.V. zurückzukaufen oder verkaufen, sodass wir mit dem Bündnis Ostwestfalen im Grunde ein neues Investorenmodell haben. Nur anders als vorher, nicht mit 1 Million, sondern 4 Millionen. Und um die Frage vorwegzunehmen, dabei geht es nur um das Kapital und nicht um die Stimmanteile. Die werden positiv für den Verein sein. Und das Stadion muss, das wurde heute nochmal explizit von Ihnen gesagt, der erstmal verkauft werden von Arminia. Warum? Das ist die Bedingung, insbesondere auch der institutionellen Gläubiger. Sie müssen sich vorstellen, dass es da nur einen Zuspruch für eine Schuldenbereinigung geben kann, wenn auf der anderen Seite das Risiko für diese Häuser auch maximal minimiert wird. Das geht nur, indem wir sagen, durch einen Verkauf an einen Dritten, und es muss leider ein Dritter sein im ersten Schritt, können wir diese Restschuld tilgen.
tilgen, sodass wir dann somit nicht nur bankenfrei sind, sondern insbesondere in der Stadiongesellschaft, in der AMKG, komplett schuldenfrei sind. Für uns ist natürlich wichtig, dass bei einem Verkauf eines Dritten oder an einen Dritten ein absolutes Rückkaufsrecht auch verhandelt wird. Und für uns zweite Maxime ist, dass wir uns im operativen Geschäft damit besser stellen als in der augenblicklichen Situation. Das heißt, die laufenden Kosten müssen geringer gehalten sein, insbesondere zum Thema Pacht. Kann man sagen, bis wann das Stadion unbedingt verkauft werden muss, damit das Ganze jetzt die ganzen Verbindungen mit dem Bündnis Ostwestfalen noch aufgeht? Ja, es gibt keine Fristigkeit diesbezüglich. Also es hat uns jetzt keiner einen Termin auf die Brust gesetzt. Aus verschiedenen anderen Gründen ist für uns das Datum 30. Juni eigentlich eine Grenze. Wir wollen aber hartnäckig daran arbeiten, dass wir das auch vorher schon bewerkstelligen können. Kann man ungefähr beziffern, wie viel Schulden Arminia Bielefeld dann, wenn dieses Sanierungsverfahren abgeschlossen sein wird, erfolgreich noch hat und in welcher Zeit, die man dann tilgen will? Ja, also nach Sanierungsende wird der Schuldenstand irgendwo zwischen 3 und 4 Millionen liegen und diese werden dann über einen längerfristigen 5-Jahres-Plan getilgt und abbezahlt und wir hätten es dann geschafft, im Grunde Verbindlichkeiten in Höhe von über 22 Millionen Euro abzubauen. Gibt es jetzt noch Risiken aktuell, dass das Ganze noch scheitern könnte? Naja, es gibt diese Bedingungen und die Zusagen stehen unter Vorbehalt. Vorbehalt deswegen, weil natürlich verschiedene Gremien, ob des Landes NRW oder der Stadt Bielefeld oder auch teilweise privater Gläubiger zustimmen müssen formell, das unter Vorbehalt und halt unter der Bedingung, dass wir durch den Verkaufspreis des Stadions dann am Ende die Restschuld tilgen. Okay, danke. Sehr gerne. Herr Rejek, vielleicht noch zu meiner Frage. Gab es aus dem Kreis des Bündnis Ostwestfalen oder auch vielleicht der Stadt des Landes auch irgendwelche Zielsetzungen, was sportlich betrifft? Also heißt Bundesliga zu planen hier, ist das auch Bestandteil dieses ganzen Konzeptes? Nein, also Bestandteil des Konzeptes ist es, dass wir uns in der zweiten Bundesliga etablieren. Wir haben ja schon in Vorzeiten davon gesprochen, dass unser Ziel sein muss, unter die Top 25 in der Bundesliga uns zu platzieren und zu etablieren. In keinster Weise gibt es irgendeine Bedingung. Es gibt auch keinen Anspruch und auch nicht die Erwartungshaltung. Wenn es die Erwartungshaltung gibt, dann ist es, glaube ich, eine, die wir intern hinter verschlossenen Türen für uns abstimmen. Das heißt aber eine maximale Ambition. Aber es ist kein Versprechen und wir sollten auch jetzt nicht das Wort Aufstieg in den Mund nehmen oder irgendwelche anderen Planungen. Es geht darum, dass wir jetzt eine Wettbewerbsfähigkeit geschaffen haben und dass wir jetzt im Grunde eine Situation haben, die bedeutet, wir haben hier einen Neustart. Und mit diesem Neustart können wir jetzt arbeiten, müssen aber auch ambitioniert arbeiten, um das Vertrauen, das diese vielen Häuser in uns gesteckt haben, dann auch zurückzuzahlen. Aber das Vertrauen heißt nicht, dass die Erwartungshaltung darin besteht, dass wir aufsteigen müssen. Es gab hier mehrere Anläufe schon, den Verein zu retten und zu sanieren. Das ist immer schiefgelaufen. Was war das Geheimnis der Geschichte, die Sie den Geldgebern erzählen konnten oder wie Sie da an die Gespräche rangegangen sind, dass das nun funktioniert hat? Kann ich nicht beurteilen. Ich war bei den Anläufen vorher nicht dabei. Ich glaube, dass in der jetzigen Situation einfach auch eine Situation entstanden ist, die noch mehr als in den Vorjahren eine absolute Krise dargestellt hat. Und hätten wir dieses Problem zum 21. Dezember letzten Jahres nicht lösen können, wären wir in einen Totalcrash gelaufen. Das heißt, die Häuser waren sich, glaube ich, auch bewusst, dass hier einfach ein System entstanden ist, was dann absolut kollabiert ist. Und im Grunde gab es nur einen Weg, das war der nach vorne. Und wir sind froh und dankbar, dass die Parteien das so mitgemacht haben. Es war natürlich auch ein Kraftakt, diese verschiedenen Interessen zu harmonisieren. Und insofern auch ein großes Lob an alle. Das waren Gespräche, die waren intensiv, die waren auch nicht unbedingt immer fröhlich. Aber wir mussten sie mit vielen Parteien führen. Und ich glaube, eine Stärke hier in Ostwestfalen ist dann auch, dass so eine existenzielle Krise lange unter dem Radar gelaufen ist. Und wir somit auch die Möglichkeit hatten, in Ruhe und ganz sachlich und möglichst auch unaufgeregt diese Probleme anzugehen und auch zu lösen. Gehen auch Steuergelder dabei sozusagen verloren, sozusagen? Das ist ein Punkt, den Kritiker anbringen. Mhm. Was sagen die, was sagt Arminia Bielefeld diese Kritiker? Erstmal kann ich das verstehen, dass man erstmal so denkt. Ich glaube, man braucht einen tieferen Einblick, um dann zu verstehen, dass es hier nicht um Verlieren geht,
sondern um gewonnen gilt. Weil die Alternative, die wir hatten aufgrund der Situation, wäre ein, wie eben gesagt, ein Totalcrash gewesen. Das heißt, es wäre alles verloren gegangen. Wir sind jetzt in der Situation gewesen, dass wir mit der Hilfe aller im Gesamtkonstrukt privater und institutioneller Gläubiger eine Lösung gefunden haben, wo es am Ende dann, ich möchte sagen, am Ende sind alle Gewinner. Aber am Ende gewinnen alle etwas und verlieren nicht komplett. Es bedarf einfach auch einer Schuldenbereinigung. Das heißt, es werden damit auch natürlich Steuergelder zum Teil belastet. Aber das Ergebnis ist am Ende insofern doch positiv, weil ein erheblicher Teil zurückgezahlt werden kann. Und ich glaube, das wäre auch bei einem Verbleib in der zweiten Liga, einem dauerhaften unter der Bedingung und unter der Bedingung, dass wir nicht diese Krisensituation gehabt hätten im Dezember, über Jahre nicht möglich gewesen. Also insofern bin ich gerne bereit, Steuerzahlern das auch nochmal im Detail zu erklären. Ich kann verstehen, dass der erste Blick so ist, aber da muss man sich den zweiten Blick gönnen, ein bisschen im Detail schauen und sagen, am Ende ist es für alle eine gute Situation. Öffentliche Gelder sind ja betroffen bei dem Sparkassenkredit. Können Sie den beziffern? Nein, werde ich nicht. Ich glaube, Sie würden, wenn Sie ein Darlehen hätten bei der Sparkasse, mir auch nicht sagen, wie hoch das ist. Also da bitte ich um Verständnis, dass wir über die konkreten Zahlen keine Angaben machen wollen. Erwartet wird ja eine Restschuldbefreiung, so eine Art Schuldenschnitt. Wird das Land NRW in Höhe dessen, was die Sparkasse nicht zurückerhält durch den Stadionverkauf, in der Bürgschaft einspringen müssen? Das sind Themen, die zwischen dem Land NRW und der Sparkasse Bielefeld ausgetauscht werden müssen. Da kann und will ich gar nichts zu sagen, weil da bin ich nicht involviert. Okay, theoretisch denkbar wäre das, weil ja der Sparkassenkredit besichert ist durch die Bürgschaft. Wenn die Sparkasse nun einen Teil nicht zurückbekommt, wäre theoretisch das Land gefragt. Theoretisch wäre das so, ja, in der Tat, ja.